Willkommen zurück zu Gothic. Wie versprochen hier, vorm neuen Lager. Ich habe alles Mögliche versucht, um die Rüstung zu fixen. Bergmoos, interessant. Ich habe sie weggeworfen, habe gespeichert, habe geladen, habe sie wieder aufgenommen. Hat alles nicht geklappt. Hab dann Cheats eingeschaltet und mal versucht, andere Söldner zu übernehmen. In der Hoffnung, dass die vielleicht auch eine leichte Söldnerrüstung hätten, die ich dann quasi tauschen könnte. Aber die haben alle nur normale oder schwere Söldnerrüstungen. Und das heißt, ich hätte mir letzten Endes dann einen Vorteil ercheatet. Und das war ich dann irgendwie doch nicht bereit zu tun. Und ich sehe gerade, da vorne sind so böse... Den da wollte ich... Feuerball. Da vorne sind so böse Snapper. Mit denen hatte ich schon mal ganz miese Erfahrungen gemacht. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind die auch ziemlich mächtig. Fange ich doch einfach mal mit einem Feuerball an. Hehe. Hups. Uah! What the fuck? Nein, weg! Weg mit euch! Also weg mit mir! Wow! Ich mach nicht genug Schaden, ne? Ich glaube, ich brauche eine bessere Waffe. Um diese Gegner zu besiegen. Bessere Rüstung kann ich ja gerade irgendwie knicken. Bessere Waffe, ja. Doch, das wäre sinnvoll. Oder zumindest mehr Stärke vielleicht nochmal, um noch mehr Schaden zu machen. Nein, da hat er mich erwischt. Verdammt. Ah, diese blöden Viecher, die lassen auch nicht von einem ab und die sind so sau schnell, dass man einfach nicht weglaufen kann. Gut, dann lasse ich das jetzt erstmal sein. Und werfe noch einen Blick auf die Karte. Mal gucken, vielleicht sind ja die anderen leichter zu finden oder so. Bestimmt. Guck mal, da unten. Wo ist denn das? Das muss doch in der Nähe von dem Orkfriedhof sein. Der Fokus. Dann gehe ich doch mal dorthin und versuche mich dort. Was ich natürlich auch tun könnte, wenn ich jetzt eh schon mal da bin. Blödsinn, warte mal. Da habe ich doch Unsinn gemacht letztes Mal. Fällt mir da gerade ein. Weil ich kann doch Zweihänder lernen von Lee. Mann, bin ich doof. Aber da kenne ich den Trick. Hehe. Nee. Nicht die 4, die 5. Tada. Genau das meinte ich. So, jetzt brauche ich... Sei gegrüßt. Jetzt brauche ich eine neue Rolle, oder? Oder habe ich einen... Möchtest du in einem Stück zurückkehren? Hey, warum habe ich keine Rolle? Verdammt, jetzt habe ich keine Rolle mehr, um mich hierher zu teleportieren. Das ist ja blöd. Sei gegrüßt. Ach Mist. Wahrscheinlich kriege ich die Rolle nur dann, wenn ich mit einem Fokus erfolgreich zurückkehre. Dann lade ich mal eben noch einen Spielstand vorher, von da, wo ich das mit der Rüstung ausprobiert habe. Da bin ich nämlich noch direkt vorm Lager und nicht draußen. Jetzt habe ich halt das Bergmoos und das ganze Zeug nicht. Aber hey, was soll's. Ist doch egal. Auf das bisschen... Ich meine, früher oder später komme ich da ja sowieso noch hin. Weil ich ja den Fokus dort tatsächlich wirklich holen muss. Irgendwann. Nur halt eben nicht jetzt. Und ich denke, wenn ich das Zeug dann finde, dann reicht es immer noch. Aber ja, genau. Lee ist der Lehrer für Zweihandwaffen. Und jetzt, wo ich Söldner bin, sollte er mich auch unterrichten. Das ist lieber was anderes reden. Hallo! Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Oh, schwere Rüstung. 2100 Erz. Ich glaube, so viel habe ich. Tatsächlich, so viel hätte ich sogar. Und Zweihänder kostet nichts. Komm. Ich möchte den Umgang mit Zweihändern lernen. Also Erz meine ich. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht.
Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Okay. Jetzt habe ich noch 36. Nein, mir fehlen 4 Lernpunkte. Kannst du mir sonst was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Yeah. Das heißt, ich könnte die restlichen 6 Punkte, die ich noch habe, oder zumindest sagen wir mal 5 davon, nochmal in Stärke packen. Und dann hätte ich gern die Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir... Und weil ich genug Erz habe, nehme ich gleich die schwere, was soll's. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Ach Mist, was brauche ich denn dafür? Ein gewisses Level oder was? Aber genug Erz hätte ich locker. Mehr als genug sogar. Na denn, mache ich eben ab sofort 55. Ja, okay, ist nicht so viel mehr Schaden. Ich hätte ja schon gern die Rüstung. Nein, nicht Urik. Lief. Hallo. Ah, nicht Urik. Wie, komm, da gibt mir eine mittlere Rüstung. Ist ja auch egal, dann muss ich halt 2 kaufen. Ich kann sie für die Hälfte wieder verticken, verliere ich nicht so viel. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen? So, gib mir die mittlere, komm. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Und ich habe keine Ahnung, was da gerade mit der Stimme los war. Ich weiß nicht. Ja, die sieht doch dann wenigstens schon mal vernünftig aus. So kann ich arbeiten. Das ist doch schon besser. Jetzt könnte es sogar sein, dass die Snapper gar kein Problem mehr sind für mich. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Nein, nicht teleportieren. Waffe ziehen. Jawohl. Hoch. Runter. Warte, runter. Hoch. Runter. Ah, geht nur 3-mal. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Es ist ein bisschen langsamer als mit Einhändern. Deswegen musste ich da jetzt erstmal die Koordination üben. Aber ich denke, dass ich damit langfristig dann doch die bessere Entscheidung getroffen habe als mit Einhändern. Zumal ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Am Ende des Spiels kriegt man einen Zweihänder, der ziemlich mächtig ist. Und tatsächlich ist es das neue Lager, das einzige Lager, in dem man Einhänder nicht perfekt können muss, um Zweihänder lernen zu können. Sowohl im Sumpflager als auch im alten Lager muss man zunächst die Einhänder auf Stufe 2 bringen, was eigentlich totaler Blödsinn ist, um Zweihänder lernen zu können. Und hier im neuen Lager, ich weiß nicht genau, woran das liegt, vielleicht liegt es daran, dass es zwei verschiedene Lehrer sind. Kord, glaube ich, war es draußen für Einhänder und Lee jetzt für Zweihänder. Jedenfalls ist es hier halt anders und ein bisschen lässiger. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Entwickler sich gedacht haben, hier die Aufnahme ins neue Lager, die ist schon so schwer und da muss man sich immer durchprügeln. Schenken wir dem Spieler doch mal wenigstens ein paar Erfahrungspunkte oder ein paar Lernpunkte zurück. Wenn wir es ihm am Anfang schon so schwer gemacht haben. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Das weiß ich nicht. So, wo ist das Zeug? Da war doch Zeug. Ich brauche Zeug. Ja, hier war eine Drachenwurzel. Und da war nochmal eine Runde Bergmoos. Genau. So, hier möchte ich dann bitte nochmal eine Runde speichern für alle Fälle. Wer weiß, ich habe da zweimal gespeichert, ne? Da der zweite Spielstand funktioniert, der erste auch. Den ersten habe ich überschrieben, der zweite funktioniert. Überschreibe ich jetzt mal den dritten. So, was haben wir hier? Drachenwurzel gibt 30 Mana und Bergmoos gibt 18 Lebenspunkte. Okay, das ist interessant. Ansonsten wollte ich aber hier, glaube ich, dann auch nichts mehr nachschauen. So, jetzt kommt mal her, ihr Viecher. Wer hat doch gelacht. Wenn ich euch mit der dicken Rüstung und der dicken Waffe nicht kaputt kriegen würde. So viel dazu. Ah, wow, das gefällt mir.
Oh ja, oh ja. Na, komm her. Na, komm her. Ah, verdammt. Ihr seid zu weit weg. Na? Ja, jetzt doch der letzte. Na komm. Oh, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Ich habe gerade gemerkt, ich muss tatsächlich noch ein bisschen üben mit den zwei Händen, um damit besser zu werden. Es war tatsächlich gerade oft, oder ja, was heißt oft, mehrfach der Fall, dass ich geschlagen habe, aber nichts passiert ist, weil ich zu schnell war, weil die zwei Händer halt langsamer sind als die Einhänder. Aber gut, ich denke, daran kann ich mich gewöhnen, langfristig. Wenn ich werde jetzt bei zwei Händern letzten Endes bleiben. Wobei ich ja, ich denke mal, relativ bald die zwei Händer auf Level 2 kriegen werde, sobald ich die benötigten Erfahrungspunkte habe. Werde ich die gleich hochsteigern und da bin ich bei meiner endgültigen Fähigkeit beim endgültigen Handling von den Teil angelangt. Und spätestens dann werde ich ganz viel Zeit haben, um mich dran zu gewöhnen. Und es wird sich dann zum Glück auch nicht mehr verändern. So. Einmal futtern. Und was haben wir da? Wow, ein Bluthund. Komm mal her. Oder? Wow, was? Okay, der gibt genauso viel Erfahrung wie die anderen, aber der ist nochmal ein Stück schwerer zu besiegen. Da schwebt ein Trank in der Luft. Ich habe gerade einen Ring gefunden, ne? Was war das denn für einer? Na, der war es wohl nicht, den trage ich. Uns vor Pfeilen. Lebensenergie 10. Ach so. Na gut. Ich frage mich, wenn ich so einen Ring anziehe mit Lebensenergie plus 10 und dann meine Lebensenergie auf unter 10 sinkt und ich dann den Ring ausziehe, was dann wohl passiert? Bei Mana hatte ich dann ein negatives Mana. Was ist mit negativer Lebenskraft? Ich würde ja naiv sagen, dass ich dann sterbe. Aber es könnte ja sein, dass die Abfrage nur auf Lebensenergie ist gleich 0 abfragt. Ich bin allerdings gerade nicht wirklich motiviert, das auszuprobieren. Das ist mir dann doch zu heikel. Ach komm, Ring 8, hau rein. Oh, und es regnet. Na, klasse. Na, was soll's. Raus da. Vielleicht jetzt, wenn ich schon mal da bin, nochmal einen Blick auf die Fokuskarte werfen. Okay, das ist noch ein Stück. Nicht, dass ich da irgendwie schon vorbei bin oder so und eine Abzweigung übersehen habe oder so. War ja ärgerlich. Aber es ist echt Wahnsinn, dass ich mir jetzt sofort am Anfang gleich die bessere Rüstung kaufen konnte. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zwischendurch einfach weitergemacht habe beim Sumpflager, statt erstmal Bericht zu erstatten und dann weiterzumachen mit dem Orkfriedhof. Dass ich jetzt vielleicht einfach schon stärker bin, als ich ursprünglich hätte sein sollen bei der Aufnahme als Söldner. Irgendwer kriegt da Schaden. Danke für die Zähne. Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Und woher weißt du, dass ich das bin? Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Aha, was denn? Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Ach, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei?
Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Ups. Ich habe da noch einen Brief von den Wassermagiern. Ah, sehr gut. Ich werde ihn an Koristo weiterleiten. Wenn du wieder im neuen Lager bist, werden die Wassermagier dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Naja, aber das Amulett habe ich ja noch. Damit komme ich ja dann rein, um den anderen Brief zu überliefern. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja, der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten, du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Yay! Ein Dungeon mit Milton, einem Feuermagier aus dem alten Lager. Deswegen konnte ich dem jetzt auch den Brief von Koristo geben. Wow, das habe ich nicht gesehen. Flammendorn. Oha. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da jetzt gerade runter will. Ich bin gerade ein bisschen ängstlich. Abgesehen davon ist die Folge auch schon fast voll. Ich würde mir gerne die Rolle nochmal kurz anschauen. Das ist nicht Teleport zu den Wassermagiern. Das ist nicht Telekinese. Welche war es denn da? Untote vernichten. Mana kosten 5, Magieschaden 9.999. Wow, das ist mal ein Wort. Die Teleportrollen, die brauche ich gerade nicht. Ich lege die mal ab, damit ich hier die da auf der handlichen 4 habe. Und Tote vernichten. Genau. So, und jetzt werde ich erstmal eine Runde speichern. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Gruft und den Dungeon an. Sieht sehr einladend aus, nicht wahr? Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.